Ja, also wir haben uns damit beschäftigt, wie man ungenutzte Rechenzeit nutzbar machen kann, weil wir gesehen haben, dass auf der einen Seite eben bei normalen Computern von normalen Benutzern sehr viel Rechenleistung gibt, die einfach nicht benutzt wird, obwohl die Computer an sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben sehr rechenaufwendige Probleme, die irgendwie Wissenschaftler haben oder andere Leute. Und die könnten dann eben mit Hilfe von unserem Framework auf die ungenutzte Rechenzeit von den Leuten zugreifen. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Student irgendwie seine Masterarbeit schreibt und dafür irgendein rechenaufwendiges Problem lösen muss, kann er seine Freunde fragen, ob sie ihm Rechenzeit spenden, und dann kann er das Problem eben sehr leicht abbilden mit Hilfe von unserem Framework und parallelisieren. Ja, und dann hatten wir diese tolle Idee, und dann hieß es umsetzen. Und wie ja gerade schon angeteasert, wurden wir dann in die Projektplanungshölle geworfen. Und hat sich herausgestellt, es ist keine Hölle, sondern viel eher ein Segen. Da haben wir so Sachen wie Scrumming kennengelernt und auch Pair-Programming viel gemacht, was dann zu vielen, vielen Git-Commits geführt hat, die wir eigentlich wundervoll visualisiert haben. Also hier eine schöne Animation unserer Git-Commits zu bewundern. Wir sind noch nicht fertig. Okay, ein Teil unserer Gruppe hat sich dann auch noch mit dem Telegram-Bot quasi als Kontrollinterface auseinandergesetzt. Wenn ihr den anschreiben wollt oder irgendwie mit dem interagieren wollt, könnt ihr das halt über den Jugend-Hackbot-Tunnel machen. Wir wollen eine Demo jetzt machen. Wir geben dem so etwa eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Also wir haben uns gedacht, also was wir halt machen, wir wollen ja Rechenleistung aufteilen. Und dazu haben wir uns halt gedacht, was ist eine Aufgabe, was man gut aufteilen könnte. Und wir wollen einen Hash, also eine nicht rückgängig machbaren Algorithmus, quasi zurück zu einem Text verfassen. Und der einzige Weg, das zu machen, ist ausprobieren. Deswegen braucht man dafür extrem viele Anläufe, und das kann man halt schön aufteilen. Wir werden das mal zeigen. Nämlich haben wir hier quasi unsere Seite. Wenn ihr schnell genug seid und im WLAN seid, dann könntet ihr diesem Rechenpool quasi auch beitreten. Diese Alpakas da unten sind quasi unsere Rechner, die halt einen gewissen Anteil dazu leisten. Die holen sich dann halt immer Aufgaben, und diese Aufgaben werden dann abgearbeitet. Und wenn einer eine Lösung hat, dann ist das quasi das Ergebnis für alle. Ich werde das jetzt mal neu starten, und eigentlich sollten jetzt genügend da drin sein, damit wir dann schlussendlich aufs Passwort kommen. Oder also auf den Text, der ursprünglich halt so sein sollte. Also wir können jetzt hier sehen, da wird ordentlich an Paketen hin und her gesendet. Dieser Graph ist quasi die Anzahl der aktiven Nutzer und quasi Arbeiter, die in diesem Netzwerk quasi beigetragen werden. Und wenn wir das ein bisschen laufen lassen, dann sollten wir irgendwann sehen, dass das alles abfällt und dass wir zu einem Ergebnis kommen. Also Sie können es gerne versuchen, sich dann noch schnell einzuklinken. Genau, da mal schauen. Genau, hier in dieser Zeile, hier unten, sieht man dann, dass wir quasi aus diesem Hash jetzt einen vollwertigen Text wieder gemacht haben. Genau, und wir haben es jetzt leider gerade präsentationstechnisch ein bisschen umgedreht, aber egal. Wir haben uns halt vor die allgemeine Frage gestellt, wenn wir so eine Art Framework dafür bieten wollen, Rechnerzeit zu teilen, müssen wir irgendwas nehmen, was am besten plattformunabhängig ist. Und da sind wir auf JavaScript gestoßen, und ich glaube, das ist auch der einzige Vorteil an JavaScript, dass es halt wirklich auf jeder Milchkanne läuft und man eigentlich nichts dafür braucht, außer einen Browser, und man kann es auf dem Handy benutzen und überall. Und unser Ziel des Projekts war es halt, ein Framework zu liefern, in dem man die Anwender ganz einfach Module schreiben können, beziehungsweise Module sind in dem Fall einfach eine JavaScript-Datei, in der ich sehr vereinfacht mein Problem darstellen kann. Und durch unser Framework können wir dann, das quasi eine Art Housekeeping macht und Arbeitsverwaltung, können wir dann einfach die Probleme verteilen auf die verschiedenen Geräte und zum Schluss wieder einsammeln. Ja. Ja, und somit können wir halt generell sehr rechenaufwendige Probleme viel effizienter und schneller lösen.
Und das wollten wir natürlich auch jedem zur Verfügung stellen und deswegen haben wir es unter einer freien Software-Lizenz, nämlich GPL3, auf GitLab veröffentlicht. Dankeschön. Besten Dank.